ihr hattet die Wahl, nicht nur an der Wahlurne, sondern tatsächlich auch, was ihr für Filme guckt. Außer in der Sneak Preview, da hat man keine Wahl. Kriegt man was vorgesetzt. Und über alles sprechen wir heute. Der Kinocast. Hallo, Chris. Hallo, Erik. Du hattest bei einem Film nicht die Wahl, aber die Wahl wurde dir abgenommen, aber zum Guten, habe ich gehört. Und ja, dann haben wir so noch etliche Filme geschaut, aber wir sprechen erstmal, ach ja, und dann haben wir noch was ganz, ganz Tolles. Ja, nachher im allgemeinen Bereich, ja. Wir werden jetzt, glaube ich, ganz Tolles. Wir sind auf dem Weg zur Weltherrschaft der Kinocasts, ja. Der nächste Schritt ist getan. Dazu später mehr. Jetzt beginnen wir erstmal mit der Sneak Preview im Stuttgarter Metropol, im Innenstadtkino von der vergangenen Woche, wo du für uns die Fahne hochgehalten hast, weil vielleicht hört man es, bin immer noch ein bisschen angenockt und habe mir gedacht, zur Sicherheit, damit ich nicht hier Kollegen oder Mitmoderatoren irgendwie anstecke, ich bleibe mal lieber zu Hause. Ja, genau. Ja. Wir knutschen auch während dem Film immer so viel. Naja, ist trotzdem. Da, kennst du den Film Outbreak, wo einer im Kino hustet, dann kriegen alle dieses, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und eben. Es war eine schöne Szene meinst damals im Kino. Ja, aber überschätzt du gerade nicht deine Grippe? Man weiß es nicht. Aber wo damals, wo ich Outbreak im Kino gesehen habe, hat tatsächlich dann irgendwann später einer gehustet im Kino, ne? Und bei allen ging das, also mit Sicherheit ging das bei allen, gerade jetzt das Kopfkino los, so au, au, au. Ja, ich möchte an dieser Stelle allerdings stellvertretend für alle sagen, gute Besserung, Erik. Ja, ich bin ja fast fit hier. Ja, Longshot hat es. Danke, nicht, ja. Danke. Es wird wieder Männergrippe. Nahezu am Tod vorbeigeschrammt. Der Sensenmann habe ich wieder weggeschickt an der Tür. aber beginnen wir mal mit Long Shot. Was war denn das für ein langer Schuss? Hat das was Shot mit Eishockey zu tun? Nein, hat nichts mit Eishockey zu tun. Hat tatsächlich mit Slapshot. Ja, das war Slapshot, ja. Es hat tatsächlich mit viel mehr zu tun. Und zwar kann man diesen Titel auf verschiedene Bereiche anwenden, zum einen auf Longshot, was eine Liebesbeziehung angehen könnte und was lange währt, wird endlich gut sozusagen oder was schon früher interessant war. Oder auch in politische Karriere. Und um beides geht's nämlich. In dem neuen Film mit Charlize Theron und Seth Rogen von Director Jonathan Levine. Es klingt erstmal nach einem eher seltsamen Duo. Also wenn man hört Charlize Theron, dann denkt man, okay, da könnte echt ein richtig knackiger Film bei rumkommen. Dann hört man Seth Rogen und denkt automatisch an, oh Gott, Drogen, Sausage Party, Ananas Express. Was fällt dir zu Super Seth Rogen bad. Noch ein? Super bad. Ja, lauter so Sachen. Und dann kommt man wahrscheinlich kurzzeitig mal ins Grübeln und sagt sich so, okay, was kommt dabei raus? Und ich kann schon mal vorneweg sagen, es kommt ein brutal guter Film bei der Sache raus. The Disaster Artist habe ich bei mir als Poster. Ja, The Disaster Artist, ja. Genau. Seth Rogen, wir sehen, der Film geht los und das ist so die erste Szene, die kann man ruhig auch mal erwähnen, geht relativ krass los. Wir sind nämlich direkt drin in einem Szenario voller Nazis. Puh. Mit hier der Führer da und der ist ja so toll und was tun wir nicht alles und scheiß auf diese eine spezielle religiöse Richtung und was weiß ich was. Und es ist wirklich so richtig duster, richtig krass, überall so Skinheads und mittendrin plötzlich Seth Rogen, so, hi. Und auch wirklich so, hi, ja, oh ja, ja, Nazis, Olé und so Sachen. Und ist da wirklich, du merkst, okay, er ist völlig fehl am Platz und die raffen das nicht so ganz. Und er hat sich da auch eingeschmuggelt, weil Seth Rogen ist Journalist und zwar sehr investigativ, der wirklich dahin geht, wo es auch wehtut. Und ja, der Anfang endet wirklich darin, dass er auf dem Tätowierstuhl liegt, weil er soll ein Hakenkreuz tätowiert bekommen, weil das alle in der Gruppierung so haben. Und er will ja auch, oder soll ja auch dazugehören. Und dann fliegt seine Tarnung auf. Und er hat dann vom Hakenkreuz schon die ersten beiden Teile tätowiert, entkommt dann mit seinem Handy, wo er alles aufgenommen hat, entkommt auf eine ziemlich harte Art und Weise, weil er springt aus dem Fenster und ist halt im zweiten Stock und er landet voll brass auf einem geparkten Auto und schlägt dann auf dem Gehweg.
Also du hockst echt im Kino so, ach du Scheiße, oh Gott. Und ja, dann denkst du dir erstmal, meine Güte, in welche Richtung geht dieser Film? Und weil du lernst kurz drauf Charlize Theron kennen. Also vielleicht muss ich noch sagen, Seth Rogen, der heißt im Film Fred Flarsky. Ja, Fred Flarsky. Und dann lernst du Charlotte Field kennen. Charlotte Field ist Charlie Theron in diesem Film und Charlotte Field ist die Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika. Unter Präsident Chambers, der wird gespielt von Bob Odenkirk. Oh. Du kennst ja. Bob Odenkirk? Ja, Breaking Bad und hier Better Call Saul. Ja, genau. Und er ist halt Präsident und hat eine ganz lustige Hintergrundgeschichte als Präsident, weil er hat früher gespielt, in einer TV-Serie hat er 10 Jahre lang wohl den Präsidenten gespielt und hat sich dann gedacht, hey, das kann ich bestimmt auch im echten Leben und das Volk fand ihn so geil, dass sie ihn gewählt haben. Ja. Parallel mit echten Leuten nicht ausgeschlossen. Ja, will man nicht ausschließen, nein. Und nach 4 Jahren Präsidentschaft beschließt er auf jeden Fall, ich habe keinen Bock mehr, weil ich möchte meine TV-Serienkarriere auch nicht mehr haben, sondern ich möchte Filmstar werden. Ich möchte jetzt auf die große Leinwand. Jetzt habe ich 10 Jahre Serie gemacht, ich habe 4 Jahre so ein bisschen Präsident gemacht und jetzt will ich ins Filmbusiness. Und das sieht natürlich Charlize Theron, also Charlotte Field, als ihre große Chance, ihn zu beerben und Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Bei einem Dinner treffen dann tatsächlich sich die Wege von Flarsky und Charlotte, also von Mrs. Außenministerin und von Mr. Reporter, der zu diesem Zeitpunkt dann arbeitslos ist, weil seine Firma aufgekauft wird, also sein Verlag wird aufgekauft, also sein Zeitungshaus wird aufgekauft von einem, gegen den er ständig auch Artikel schon geschrieben hat, also gegen den er gewettert hat, der so alles Mögliche aufkauft, so ein riesen Medienmogul. Und das findet er natürlich voll scheiße und dann kündigt er dort. Aber er kündigt, damit er sagen kann, er hat gekündigt, weil sein Chef wollte ihn dann rauswerfen, damit er wenigstens Arbeitslosengeld kriegt. Aber nein, will er nicht, weil er will ja kündigen, damit er sagen kann, er hat gekündigt. Und dabei stellt sich dann lustigerweise heraus, dass Charlotte Field und Fred Flarsky eine gemeinsame Vergangenheit haben, weil Charlotte war früher die Babysitterin von Fred und er stand damals schon tierisch auf sie, weil sie so witzig ist, so intelligent und alles. Jedenfalls zeigen die Umfragewerte von Charlotte Field, dass sie etwas tun muss im Thema Humor und im Thema Lockerheit. Da denkt sie sich, hey, warum engagiere ich nicht den Arbeitslosen Fred Flarsky als meinen Redenschreiber oder als einen Redenschreiber? Und dann beginnt die ganze Geschichte wirklich noch mehr Fahrt aufzunehmen, weil Charlize Theron und Seth Rogen eine unfassbare Dynamik zusammen entwickeln. Das hätte ich nie gedacht. Also wenn man die so hört, das sind so Papam und oh Gott. Also wirklich eine von mir sehr, sehr geschätzte Schauspielerin und ich mag Seth Rogen total, aber ich hätte nicht gedacht, dass die so unfassbar gut harmonieren. Das habe ich ganz arg selten gesehen in dieser Qualität und in dieser Dynamik und das ist ein unglaubliches Plus für diesen Film. Und ja, die erleben halt wirklich ganz arg viele Geschichten dann, weil natürlich Flarsky dann mit darf auf die große Welttournee auch noch, bis hin dann zur Bekanntgabe der Präsidentschaft, was dann noch alles passiert und wie und was, dass es natürlich auch ein Kriegsgebiet gibt und was dann auch passiert mit den beiden, die sich eventuell näher kommen könnten. Verrate ich jetzt mal noch nicht alles. Es ist auf jeden Fall auch die Side-Stories dann mit den anderen, mit dem Beraterstab von Miss Field. Dann noch natürlich der Prime Minister von Kanada, gespielt von Alexander Skarsgård. Ja. Den kennt man ja auch inzwischen. Prime Minister James Stewart. Es ist wirklich herrlich. Es ist ein Film, der, ja, er bringt einen wirklich zum Lachen. Er hat Momente drin. Und das ist nicht gelogen. Es gibt ja, weißt du, oft genug im Kino so Szenen, da sagt der Mann irgendwas, so total romantisch, und alle denken nur so, so, oh, wie ausgelutscht und wie ist das denn? Und es ist nicht gelogen. Es gab 4, 5, wenn nicht 6 Mal, ich habe es leider nicht mitgezählt, im Kino, in dem Film solche Situationen und es kam aus dem Saal ein öfteres von den Damen, aber so richtig.
Und so, okay, oh, das nehmen wir ihm wirklich ab, weil es wirklich zwischen den beiden so unglaublich gut passt und unglaublich funkt. Es ist herrlich, es ist witzig, es ist, am Ende hin kommt dann ja doch noch Seth Rogen mit Pipi-Kaka-Humor. Natürlich sind sie zwischenzeitlich auch mal auf Drogen, weil sie will unbedingt mal was testen und er organisiert dann was, wo sie dann in der Disco landen und dann natürlich einen dringlichen Anruf und eine Krisensituation managen müssen und sie hockt halt drauf, völlig zugedröhnt, hockt dann dran und sagt, jetzt passen Sie mal auf, ich habe keinen Bock auf Stress, Sie haben keinen Bock auf Stress und wir haben doch beide den gleichen Feind. Wir finden, dass der Präsident ein Arschloch ist. Und dann löst sich so die Situation. Es ist herrlich. Die beiden ergänzen sich unglaublich. Wie gesagt, es gibt so viele lustige kleine Geschichten nebendran. So viel echt geniale Szenen. Der Film wird zu keiner Zeit langweilig. Er hat keine Längen, er ist nichts. Es ist unfassbar. Also ich habe so viel Spaß gehabt in dieser Sneak, das war der Wahnsinn. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht nachher, dass es die Sneak 1000 gewesen wäre, weil die wäre absolut eine Ehre dafür gewesen. Und ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es ist ja wirklich leider so. Leider nicht, ne? Leider hatten wir nicht, aber letzte Woche. Nee, aber es ist wirklich so, es geht, weißt du, den Geheimagenten oder die sie betreuen, Agent M natürlich und lauter so Zeug, es ist so lustig. Es ist so witzig, aber auf eine gute Art witzig, also nicht übertrieben. Und Pipi Kaka, wie gesagt, das kommt auch ein bisschen leider. Aber selbst da, das kannst du dem Film noch nicht mal wirklich übel nehmen, weil beide so, also sie ist halt in ihrem Job wirklich so die taffe Frau, wo alles da rausreißt und für die Politik da schon auch ein nicht ganz alles opfern will und er ist halt, was Beziehungen angeht, so völlig tapsig und überfordert. Es ist herrlich. Es ist so herrlich und so schön. Es macht wirklich Spaß. Das sind von vorne bis hinten wirklich, der Film läuft, wie lange läuft er? Ich glaube so, jetzt muss ich nochmal spiegeln kurz. 2 Stunden 5 habe ich hier. 2 Stunden 5 ungefähr, ja, das kann sein, er ist, ja, 125 Minuten, genau, die vergehen wie im Flug, weil es einfach Spaß macht, der ich ganze Film. Ich habe nur Gutes gehört über den Film, ich hatte mir den auch schon vorgemerkt gehabt, ich dachte nicht, der hat irgendwie nicht auf den Tipp gepasst so richtig, deswegen, ja, aber gut, ich konnte ja eh nicht, also von daher, Naja, also, aber ich, was war der Tipp? War Frischling, doch, der passt ja, perfekt. Okay, ja, wenn man gesehen hat schon. mich hat jetzt gerade gewundert, ich hatte den Film irgendwie verortet, dass Seth Rogen da auch Regie geführt hat, aber du sagst ja, der Levine hat Regie geführt, jetzt habe ich gerade mal nachgeguckt. Der hat ja wirklich lauter gute Filme gemacht. All the Boys Love Mandy Lane, den mag ich ja sehr. Oder 50-50 Freunde fürs Überleben oder ja, Warm Buddies. Ja, 50-50, auch mit Seth Rogen übrigens. Ja. Ne? Warm Buddies zum Beispiel. Also, der war auch witzig, ja. Ja, also das ist sehr, schon, sehr coole Filme. Schon cool, ey. Ja, ich muss mir den auf jeden Fall mal angucken, wann läuft der eigentlich regulär an? Wissen wir da was hier? Terminlich? Wann der anläuft? In Deutschland? Hier, 20. Moment. Juni. Ich hab's hier. 20. Juni läuft der an. Naja, in den USA am 3. Mai. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe die Plakate von dem Film gesehen. Ich habe noch keinen Trailer gesehen gehabt, habe nur die Plakate gesehen, habe gesagt, oh cool, neuer Seth Rogen-Film. Puh, mit Charlie Theron, okay. Interessante Richtung. Dass das so funktioniert auf der Leinwand, ich hätte es nicht gedacht. Also absolut überraschend, absolut überragendes Duo. Da könnte ich mir sogar noch einen zweiten Film anschauen von ihm. Ja, cool. Wenn er diesen Charme behält. Ja, war doch hier auf dem englischen Poster stehen ganz viele so Zitate von irgendwelchen Filmkritiken drauf. Full of laughs and clever comedy. Ja, also top bewertet. IMDb hat das 7,2 von 10 im Durchschnitt von 10.000 Leuten, die abgestimmt haben. Was gibst du so? Ich gebe ihm 9 von 10 Punkten. Ja. Also den muss ich mir auf jeden Fall hier vormerken. Dann also das ist eine ganz, 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 ganz dicke Vormerkung oder wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Auch wenn man mal reinguckt in die Metropolsnik Stuttgart Gruppe. Die schlechteste Bewertung ist einmal 5 Punkte und dann geht es aber direkt auch schon weiter mit 7, 8, 13 mal 9 Punkte, also es ist ganz, ganz hohe Bewertungen dabei, weil er einfach Spaß gemacht hat. Ja, cool. Wie schaut es mit den Tipps für morgen aus? Wo wir ja Tipp für, ich weiß nicht, gehst du überhaupt, oder? Ich gehe natürlich, weil echt? Okay. Für mich ist die Relegation gelaufen.
Tipp für die Sneak 1002 am 27.05. lautet Weltbewegendes. Ja, der Thomas Bergmann hat hier schon wieder La La Land getippt. Ja, wie witzig. Sehr lustig. Ja. Was haben wir noch so an Tipps? Der Martin hat The Dead Don't Die. Ja. Und ich habe noch das mit dem Kursk, dieses havarierte U-Boot, getippt, weil der in einigen anderen Sneaks, unter anderem in Reutlingen lief, wo übrigens auch John Wick 3 in der Sneak Preview lief. Winke, winke mit dem Zaunsfall. Das wäre auch mal, das wäre was gewesen zur tausendsten Sneak. Ja, das wäre was gewesen, das ist richtig. Ja, aber mehr Tipps sind noch nicht da. Wenn ihr jetzt den Podcast hört und denkt, oh, da habe ich eine Idee, was das sein könnte, Weltbewegendes, dann geht mal auf Facebook und sucht da nach Metropolsneak, alles zusammengeschrieben, und könnt ihr einfach dort Mitglied werden in der Gruppe und dann könnt ihr auch Tipps abgeben. Jawohl, ja. Ja. So einfach geht's. Immer gerne. Ja. Dann schauen wir, was wir noch so gesehen haben. Ich glaube, ich habe hier mit den aktuelleren, nehme ich erstmal den, weil ich habe hier im Kino John Wick 3 angeguckt. Das hat gerade zeitlich gepasst und ich dachte, wenn ich schon nicht in das Sneak gehen kann, dann setze ich mich da rein. Ich war fast alleine hier in dem Kino. Irgendwie hat mich das ein bisschen gewundert, aber es war auch Nachmittag. Na jedenfalls, da könnte man eigentlich bei der Story eine 1-Minuten-Challenge machen. Die würde ich noch nicht mal brauchen, die 1 Minute, weil die Story, ich weiß nicht, John Wick 2 hast du ja gesehen gehabt, ne? Und wahrscheinlich die 1 hat mir in der Sneak damals. Ich habe den 2er tatsächlich nicht gesehen. Achso, der 2er, weiß ich nicht, ist für mich sehr verschwommen in der Erinnerung. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, weil der hat mir auch nicht du besonders... Du hast den zu niedergemacht, deswegen habe ich ihn mir nicht angeguckt. Hat mir nicht gut gefallen, genau. Der dritte setzt aber hier an dem zweiten an und du weißt ja, es gibt, in dem ersten gibt es ja dieses Hotel, wo man niemanden drin umbringen darf, was quasi so eine neutrale Zone ist. Ja. Ja. Und im zweiten Teil hat John Wick dort in diesem Hotel aber jemand umgebracht, weil das da so die einzige Möglichkeit war, dass er diesem Mafia-Typen da habhaft werden konnte. Und daran schließt jetzt eigentlich dieser neue Teil an. Das heißt, John Wick bekommt exkommuniziert, bekommt aber noch eine Gnadenfrist von 1 Stunde, um seine persönlichen Dinge zu regeln. Dann gibt er halt seinen Hund irgendwo ab und versucht da sich so ein bisschen Waffen zu besorgen, weil natürlich dann die ganze Welt hinter ihm her sein wird, weil die haben ja da so eine Art Rangliste, so eine Chartliste an Lösegeldern. Nee, wie heißt das? Lösegeldern? Ja. Also da steht dann halt, was weiß ich, 3 Millionen für den und so viel Millionen. Und er springt halt sofort auf Platz 1 von der Liste mit 14 Millionen Lösegeld, tot oder lebendig, ne? Und sind natürlich plötzlich alle hinter ihm her und irgendwie gefühlt so die ganze Stadt, also jeder Penner wacht da auf und will ihn jagen und ja, muss sich da verteidigen. Und darum geht es eigentlich im ganzen Film. Es geht nur darum, wie übersteht er diese Exkommunizierung? Und da ist dann auch so dieser, so ein Oberbösewicht, was heißt Bösewicht, also Gegenspieler hinter ihm her, gespielt von Mark Dacascos, könnte man zum Beispiel kennen, hat einen coolen Film aus den 90ern mitgespielt, Crying Freeman, der Sohn des Drachen. Halle Berry spielt auch eine Rolle mit, die ihm dann mal so zeitweise mal mithilft und es gibt dann so eine Hatz, also findet teilweise noch in Marokko statt, er setzt sich dann nach Marokko ab und wird aber dort auch wieder gefunden und geht wieder zurück dann, um dann das auf dem eigenen Territorium dort zu Ende zu bringen, das ganze Ding, also es ist eigentlich ein dauerhafter Kampf eigentlich, eine Flucht/Kampf die ganze Zeit. Und was sich irgendwie relativ langweilig anhört, ist aber sowas von genial und spaßig die ganze Zeit, weil der Film gibt sich halt nicht mit irgendwelcher Grütze ab, die kein Mensch braucht. Ja, also es ist wirklich quasi so wie bei Oldboy, also bei dem Original Oldboy, wenn er dann aus diesem einen Gebäude rausflieht, wenn man das dann so von der Seite sieht, oder ein nach dem anderen und immer auf irgendwie absurdere Weise und mit absurderen Mitteln und dies und jenes und welches. Und so ungefähr ist hier die ganze Zeit auch. Und der Zusatztitel von John Wick 3, Parabellum, ist ja, lehnt sich ja auch an diesen Spruch an, an diesen lateinischen Si vis pacem parabellum. Also wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und das macht er ja dann auch. Und ja, es ist eine dauerhafte
Actionsequenz, die auf wirklich auf allerhöchstem Niveau choreografiert ist. Es macht wirklich extrem Laune, sich das anzusehen, und es ist jetzt nicht so wie bei manchen anderen Actionfilmen, wo es dann einfach so ermüdend ist, weil es dann alles so, boah, ja, wo es einfach zu viel wird, sondern hier ist es einfach so, du denkst, wow, what, was war das jetzt gerade, und dann geht es weiter und so, und dann kommt doch mal wieder ein bisschen Ruhe rein und so, und dann geht's wieder weiter und immer abgefahrener und immer verrückter und total brutal und wirklich voll auf die Nuss, und das, also was da so passiert, ne, ist unglaublich. Also der Film ist ja auch in den USA gleich so in den Kinocharts ganz nach vorne geklettert, und weiß nicht, in Deutschland kommen wir ja nachher noch dazu, wie es da aussieht. Ich gucke, werf schon mal einen Blick rein, na, noch nicht ganz, weil wir das Wochenende hier noch nicht ganz so drin haben, aber hat natürlich auch mit seiner FSK 18 Einstufung, hat er natürlich so eine gewisse Zielgruppe, aber er macht richtig, richtig Spaß. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, also gerade nach dem für mich enttäuschenden zweiten Teil, der wirklich so mit verschwurbelter Story versucht hat, da irgendwie was zu erklären und dann irgendwie alles irgendwie noch zu rechtfertigen. Das wischt er einfach alles vom Tisch und sagt, okay, die sind hinter ihm her, er muss fliehen, Punkt. Wo, um was anderes geht es da nicht. Und dann geht es halt darum, wie er dann die Leute, die ihn alle verfolgen, wo er denkt, okay, wenn ich halt den Obersten, der jetzt alle hinter mir hergeschickt hat, wenn ich den auf seinem eigenen Territorium angreife, dann hat das Ding irgendwann mal ein Ende. Ne? Und das ist der Film. Und das ist absolut sehenswert. Absolut sehenswert. Ich kann es nicht ahnen. Hat mir total Spaß gemacht. Also in diesem Action-Bereich gebe ich da auch 9 Punkte. Also das macht so einen Spaß, ui, dazu zu gucken. Okay. Dann knochenfurztrockene Kommentare, lustige Szenen, dann ich will jetzt nichts verraten, was da alles so passiert, aber ey, da sind so Sachen dabei, wo du denkst, oh, okay, lustig. Wahnsinn, also wirklich ein ziemlicher Spaß für Erwachsene. Unbedingt mal angucken jetzt. Ja, jetzt ist ja auch Sommerkinozeit, kann man ja mal ins klimatisierte Kino gehen. So, was hast du geguckt? Ich möchte noch kurz, John Wick 4 kommt auch. Ne? Oh, cool. So ich es verstanden habe. Oh, da ist ja, da hörst du ja schon raus, dass er wohl überlebt am Ende. Muss ja nichts heißen. Ist anzunehmen, ne? Kämpft sein Hund. Ist anzunehmen. Okay, genau. Ja, mit Hunden hat er es ja ganz besonders. Also wenn irgendjemand seinem Hund oder irgendwie Hunde oder sowas, dann ist er wirklich ganz. Da versteht er keinen Spaß. Nee, versteht keinen Spaß. Und ich finde, Hund ist eine prima Überleitung. Da haben sich auch mittlerweile so viele Memes entwickelt, die da rumgehen mit John Wick und Hunden. Ja, Hunde, auf geht's. Hund ist eine prima Überleitung zu Die unglaublichen Abenteuer von Bella. Läuft auf Sky, habe ich gesehen. Ja. Ich weiß nicht, glaubt ihr jetzt auf Sky? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nämlich bei Amazon gesehen, bei Amazon Prime. Ist noch nicht drin, aber bei Amazon gab es ihn zu kaufen, und ich habe ihn tatsächlich dann gekauft, weil ich gesagt habe, hey, ich will jetzt endlich diesen Film sehen. Und den ich den Trailer gesehen hatte und nach dem Trailer schon so einen kleinen Kloß im Hals hatte, wo ich echt dran saß, so, okay, mal spannend. Worum geht es? Wir lernen gleich zu Beginn die kleine Hündin Bella als Welpe kennen. Oh. Und ja, das ist schon, oh, und Bella wohnt mit ihrer Mama, ihren Geschwistern und einer Katzenfamilie unter einem Haus, unter einem zusammengebrochenen Haus, also ziemlich wilde Tiere, bis eines Tages der Tierfänger kommt und Mama einsackt und die Geschwister einsackt und auch von den Katzen welche mitnimmt, und klein Bella sitzt dann dran und sagt nur noch, Mama? Also man hört sie halt reden. Im Deutschen mit der Synchrostimme von Kristen Bell. Und Mama, und du hast da automatisch schon, wenn du diesen kleinen süßen Hund siehst, kriegst du automatisch schon so, oh fuck. Oh fuck, wo in welche Richtung bitte geht dieser Film noch? Und Bella lernt dann Lucas kennen, der sich um eben diese Tiere da bei sich gegenüber kümmert. Lucas, jetzt muss ich ganz kurz nebenher schauen, wie der Schauspieler hieß, aber ich erzähle einfach zu lang weiter. Und er nimmt dann Bella auf, weil sie rauskommt aus dem Dingsen und sich sofort in ihn verliebt. Sie verliebt sich sofort in Lucas und weiß, das ist mein Mensch. Jonah Howard King heißt Lucas. Und dann geht's eigentlich los. Dann entsteht natürlich eine richtige Freundschaft, das ist das, was aus dem Trailer dann auch schon kennt, mit, hey, wir haben ganz lustige Spiele hier gespielt, wie nicht auf Schuhen kauen und magst du ein Stückchen vom Käse, und
Das ist nur Schnee, mach dein Geschäft. Was, und solche Sachen, es ist einfach witzig. Und du siehst diesen Hund, wie er total gute Laune hat und bliblablub. Nur Problem an der Sache ist dann natürlich der Hundefänger und der Nachbar, der da ein Problem damit hat mit diesem Hund. Und der Hund ist ja auch so tierisch gefährlich und alles. Und weil es ist ja irgendwie Rottweiler, Mischling, irgendwie was drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Bella ist total lieb, total süß, darf dann auch mit ins Veteranenheim, wo die Mutter auch Patientin ist, also die Mutter von Lucas ist da Patientin, weil die auch noch so posttraumatische Probleme hat und die tut der Hund halt auch total gut. Also die schmuggeln den da rein, es darf eigentlich kein Hund dabei sein und das sieht man auch im Trailer dann, wie sie ihn verstecken und alle total toll mit dem Hund arbeiten. Das ist einfach was ganz arg Schönes ist für die Menschen dort mit diesem Tier zusammenarbeiten zu können. Und es kommt halt, wie es kommen muss. Es gibt die bösen Menschen, die was gegen Hunde haben, auch gegen, weil die Hunde ja so total gefährlich sind. Und dann müssen sie quasi umziehen, damit Bella bleiben darf. Damit Bella, glaubt, in der Nähe bleiben darf, in ihrem Stadtteil oder in der Stadt in Denver. Und bis das soweit ist, müssen sie Bella verstecken. Und da nimmt die Bekannte oder die Tante von der Freundin von Lucas, jetzt muss ich gucken, wie sie heißt, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, wie du siehst, nimmt den dann mit oder nimmt Bella mit und Bella ist so, ja, hier ist es ja auch ganz schön, aber mir fehlt meine Lucas-Decke und alles und dann kommt halt der Satz, weil der Hausbesitzer dort, die sich echt rührend um den Hund kümmern, er sagt halt, hey, cool, morgen kommen die, holen dich, dann darfst du nach Hause. Und Bella versteht nur, geh nach Hause. Und dann büxt Bella aus und will nach Hause rennen. Problem ist, Bella ist 600 Meilen weit weg von zu Hause. Und erlebt dann ganz arg tolle, spannende Abenteuer in der Wildnis. Herzzerreißende Sachen. Richtig schön, richtig toll erzählt. Unglaublich tolle Landschaftsbilder teilweise drauf. Die ganzen Begegnungen. Es ist gepaart aus Momenten, wo du lachen kannst, wo du dir denkst, ach Gott, ist das süß und oh mein Gott, könnte das auch hier und so sein. Also gerade wenn man selber Hundebesitzer ist, ist dieser Film eigentlich so ein Film. So, der geht richtig, richtig an die Nieren teilweise. Und ja, Bella, wie gesagt, begibt sich auf die Reise nach Hause. Ob sie ankommt und welche Abenteuer sie macht, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Ich kann es aber jedem nur empfehlen, irgendwie diesen Film zu schauen. Also ich habe es damals nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Und jetzt sage ich, ich bin gottsfroh, dass ich es nicht ins Kino geschafft habe. Weil du kommst nicht drum, du wirst irgendwann einen Kloß im Hals haben, du wirst feuchte Augen haben und spätestens gegen Ende wird es dann richtig brutalst emotional. Deswegen. Im Original heißt er A Dog's Way Home, finde ich viel passender wie die unglaublichen Abenteuer von Bella. Ich kann ihn trotzdem, wie gesagt, echt auch nur empfehlen. Es war ein richtig, richtig schöner Film, auch gerade für zu Hause, fürs Kino, für einen Kinotag oder für Kinoabend. Für Hundebesitzer eigentlich ein Muss, für alle anderen, die auf solche Tierfilmchen stehen, auch, weil er einfach eine richtig tolle Geschichte erzählt. Und ja, ich gehe hier zum zweiten Mal jetzt raus mit 9 von 10 Punkten, einfach weil es Bella absolut verdient hat. Ich hab grad das ist echt mal. Toll. Klingt sehr, sehr schön, muss ich mir auch vormerken. Unbedingt. Ja. Also Hundebesitzer, Erik, Hundebesitzer vormerken. Habe es gerade geschaut, also ich habe das irgendwie verwechselt. Da habe ich irgendwie auf Sky, finde ich den gerade nicht. Wahrscheinlich hat es den bei mir irgendwo reingespült oder vielleicht kommt der auf Sky Select und die haben da eine Werbung gemacht irgendwie, dass der demnächst da... Kann sein, dass er jetzt dann demnächst auch anläuft. Also der lief ja im Januar im Kino und ja, ist einfach einfach schön. Einfach richtig, richtig unglaublichen toll. Abenteuer, ein Hundefilm, ja. Ja, ein total guter, rührender, herzerwärmender Hundefilm. Mein Film hat keine Hunde, den ich noch habe, aber wir hatten, ich weiß nicht, ob es in der letzten Sendung war oder in der vorletzten, gab es da irgend so einen Kinostart im Rahmen von irgend so einem Fantasy-Filmfest oder irgend sowas? Shed of the Dead, wo wir die Story gelesen hatten und uns gewundert hatten und die klang irgendwie ganz nett. Vielleicht kannst du dich erinnern. Und ja. da haben wir tatsächlich jetzt auch so einen Rezensionsdisc zugeschickt bekommen. Der Film erscheint nämlich jetzt am 31. Mai, also in 4, 5 Tagen, ganz normal. Und wir haben jetzt hier einen Rezensionsdisc bekommen.
Und da habe ich den doch gleich mal geschaut gehabt, weil ich dachte, ja, wenn ich schon nicht in der Sneak war, nur in John Wick im Kino, dann kann ich auch noch was gucken. Shed of the Dead, wir hatten ja die Story, glaube ich, vorgelesen gehabt. Wie der Name schon sagt, lehnt sich da so ein bisschen an Shaun of the Dead an, in dem quasi ja so ein paar Nerds irgendwie einer Zombie-Apokalypse gegenüberstehen. Hier ist eigentlich genau das Gleiche. Bloß, dass hier um einen Typen geht, der in so einem Shed, also in so einer Gartenhütte, quasi so, ja, so, wie, sind das Rollenspielfiguren? Ja, ne? Die nennt sich das Rollenspiel? Tabletop. Oder? Ja, Tabletop, genau, den Begriff habe ich gerade gesucht, ja. Also Tabletop-Figuren bemalt und damit so kleine Sachen nachstellt und hat dann natürlich auch so seine Favoriten. Und er driftet dann auch immer mal in diese Fantasiewelt ab und sieht dann halt diesen einen da, diesen Gandalf-mäßigen Typen da, da sieht er sich selber mit dem Gesicht und ja, seine Beziehung leidet so ein bisschen und der, seine Frau, die hat auch eine Freundin, die ist, ja, sexuellen Genüssen nicht abgeneigt, sag ich mal, und die beiden arbeiten zusammen und die andere, wie gesagt, diese Freundin da, die verdient sich da noch ein bisschen Geld damit hier mit irgendwelchen Typen da und ja, dann bricht halt irgendwie, achso, der hat natürlich auch noch einen Freund, der sieht wirklich dem Nick Frost aus Shaun of the Dead auch sehr, sehr ähnlich so, den haben sie genau in die Richtung gecastet und dann passiert es natürlich auch, weil in dieser Gartenanlage, wo da auch dieses Tabletop da bemalt, immer in dieser Hütte, da gab es ein paar Mordfälle und da haben halt die Leute dann auch die Leichen da vergraben in den Gärten und die stehen dann natürlich auch wieder auf und das sind dann auch so die Ersten, die wieder aufstehen und das fällt ihnen natürlich dann gleich als Erstes auf und was ich irgendwie ein bisschen witzig gelesen hatte, wo wir die Story zusammen gelesen hatten, zündet nicht ganz so im Film, fand ich jetzt. Also das hat mich relativ kalt gelassen. Wesentlich, also viel, viel verschenkt, wirklich echt viel verschenkt von guten Ideen. Ich meine, man kann da wirklich auch, der Film hat jetzt nicht das größte Budget, aber man kann da wirklich viel draus machen. Und gerade wenn sie die Nerdkarte noch ein bisschen mehr gespielt hätten, dass sie, ja, weiß nicht, dass sie wirklich die ein paar Nerd-Themen noch mit behandeln, die vielleicht der normale Mensch nicht versteht, dann hätten sie wenigstens da das Publikum noch begeistert, aber irgendwie wurde das auch nur so ein bisschen als Steigbügelhalter genommen, um dann wieder zur nächsten Szene zu galoppieren und es hat nicht funktioniert. Es war bestenfalls Durchschnitt, wenn nicht sogar knapp drunter, fand ich. Würde mal so sagen, 4 von 10. Hat mir doch mehr erhofft. Also der Film steht ja auch hier drauf, Uncut und sonst was, also da sind immer blutige Szenen drin und hat auch ein paar Humorszenen, die ein bisschen unter Gürtellinie sind, aber das war es auch leider schon. Schade, hätte ich mir mehr erhofft. Es kommt nicht richtig in Schwung, die ganze Geschichte, die Story, die ist ein bisschen lahm und der ganze Witz von Shaun of the Dead, wenn sie Schallplatten werfen und sich da irgendwie in ihrem Bub verschanzen und das, es fehlt halt alles und es gibt doch so viele gute Sachen. Ich meine, man kann Zombie-Filme halt wirklich, man kann es witzig machen und selbst wenn es nicht witzig angelegt ist wie Shaun of the Dead, sind Zombie-Filme per se schon irgendwie ein bisschen witzig, weil wenn die Zombies da so rumlaufen und irgendwie dann sich Leute im Kaufhaus verschanzen und so. Hat nicht funktioniert, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde es dir mal geben, kannst du auch mal einen Blick reinwerfen. Gerne, ja. Ja. Kannst auch ja am Fabi, der ja am Tabletop. Vielleicht gefällt ihm das ja, mal. Ja, ja. Aber ansonsten, ja, leider nur Durchschnitt. Leider nur Durchschnitt. Shed of the Dead. Wenn ihr das irgendwo seht in der Auslage, irgendwo oder zum Kaufen da, das Cover sieht cool aus und die Story liest sich cool. Oh, es fehlt was. Machen wir lieber mit einem weiter, der offensichtlich noch ein bisschen besser ist. Den hatte ich übrigens auch, als der anfing. Auch gemeint, ne? Als ich anfing. Hast du letztens gemeint, ja. Ja, genau. Als der letztens anfing, dachte ich, ach, das ist der, ach nee, da dachte ich, ach nee, das ist der andere. Weil, das ist der andere, genau. Ja, das ist der andere. Und der war ja auch ziemlich düster. Ja, wovon reden wir denn? Düster? Ja, ich habe da so ein paar Szenen, die waren schon echt düster. Oh, reden wir vom selben? Von Goodbye, okay. Christopher Robin. Im Vergleich zu dem anderen, wo der knuffige Bär und sowas. Ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Ja, das meine ich ja. Etwas düster. Ist ja
eine ganz, ganz andere Geschichte. Goodbye Christopher Robin, weil wir jetzt so schön im Thema mit Winnie Pooh drin waren und ja auch bei dir das noch meinten, hier mit, ey, da gab es noch einen anderen. Ja, es gibt tatsächlich noch einen anderen Film, einen anderen Winnie Pooh-Film. Goodbye Christopher Robin, der erzählt die Geschichte, wie der Autor A.A. Milne zu der Geschichte von Winnie Pooh kam. Wie er auf die Idee kam. Und Alan Milne wird gespielt von Domhnall Gleeson. Woher kennen wir Domhnall Gleeson? Naja, Star Wars Rogue One zum Beispiel. General Hux, nix Rogue One. War das nicht Rogue One? Nein, das war Erwachen der Macht, die letzten Jedi, spielt auch im nächsten Moment, ja. Als okay. Kleiner Spoiler. Stimmt. General Hux oder natürlich Bill Correct. Weasley aus den Harry Potter Filmen. Kenn ich nicht. Ex Machina spielt damit. Ex Machina, ja, den kenne ich. Das, also, ja, schon ich kenne so nur die guten, Harry Potter kenne ich nicht. Gut, dass du das jetzt sagst, wenn Kate nicht da ist. Ne? Kommt ja auch nichts Neues mehr hier, ist auch vorbei, die Nummer ist durch. Ja, war ein kurzer Hype. War ein kurzer Hype für 10 Jahre und dann war das durch. Ja, genau. An seiner Seite spielt übrigens noch Margot Robbie und die spielte ziemlich anstrengende Frau, also seine Ehefrau Daphne. Und die beiden haben einen Sohn, Christopher Robin, genannt Billy. Sie nennen ihn Billy. Und weil Billy eben Billy ist, ein Junge ist und kein Mädchen ist, und die Mutter Daphne bei der Geburt fast drauf ging, entwickelt sich da nicht so die tolle Beziehung. Alan Milne kommt auch aus dem Ersten Weltkrieg ziemlich geschädigt raus, er ist ziemlich traumatisiert. Also das habe ich geguckt gerade, so. die Szene, wo der in Schützengraben und so, dachte ich, ah, das ist der andere Film, genau der. Ja, genau. Und das ist schon das meinte ich mit düster. Das zeigt so wirklich auch, was da psychisch bei dem guten Mann da ist. Und ja, die leben in der Stadt und er ist eigentlich Autor und will ein neues Buch schreiben und will eigentlich auch was über den Krieg schreiben oder für den Frieden schreiben gegen den Krieg. Und entwickelt dann tatsächlich so ein bisschen auf Dauer eine Beziehung zu seinem Sohn, die bisher nicht da war. Weil Christopher Robin wird eigentlich von der Olive aufgezogen, das Kelly MacDonald gespielt, das Kindermädchen. Kelly MacDonald kennst du aus... Sag mir gar nichts. Du kennst ihre Stimme auf jeden Fall. Merida spricht sie. Och, ist lange her. Boardwalk Empire... auch Harry Potter hat sie auch mal mitgespielt. Kenn ich nicht. Wenn du sie siehst, wenn du ihr Bild siehst, weißt du, wer es ist. Definitiv. Ich guck gerade, wie hieß die? Kelly MacDonald. Kelly MacDonald. Okay, jetzt habe ich das Bild hier. Ja. Ja. Trainspotting 2. Genau, sie zieht eigentlich Christopher Robin groß, was hieß das, ein Hausmädchen. Und es wird wirklich diese Geschichte erzählt und das ist ganz arg schön, auch rauszufinden, wie kam es zu den Namen, wie zu den einzelnen Figuren, was passiert mit Fantasie und was passiert wirklich mal, wenn man anfängt, sich mit seinem Kind richtig zu beschäftigen. Wie man auch anfangen kann zu leben und wie sein Leben in eine andere Richtung geht. Und wie das Leben zuerst von Krieg dann in die Richtung geht mit, okay, alles ganz fürchterlich und das Trauma überstehen, dann Familienmensch, dann kommt der Erfolg, da alles so ein bisschen zerstört und dann doch wieder die Kehrtwende zurück, weil es halt auch Christopher Robin älter wird und halt er auch sehr drunter leidet, dass er ja das Kind ist. Er ist derjenige, wo die ganzen Abenteuer erlebt von Winnie Pooh und alles. Und ist sehr spannend, ist sehr rührend teilweise, ist sehr krass. Man entwickelt automatisch, also ich habe es entwickelt, einen Hass auf Margot Robbie. Also, ja, die muss jetzt mal wieder irgendwie einen anderen Film machen, damit sie mal wieder hier bei mir Punkte sammelt. Also im Augenblick finde ich sie scheiße. Und wenn ich dann sehe, wo sie demnächst mitspielt, nämlich in einem Barbie-Film, wo sie Barbie spielt, da hört es bei mir schon What? Auf. Ach du Scheiße. Ja. Aber so ein Animations- oder ist doch bestimmt hier einer von diesen Animationsfilmen mit Barbie, oder? Nicht im Realfilm, ich hoffe oder? Es, ich weiß es nicht. Spricht sie vielleicht sein. Irgendjemand? Ich hoffe es doch sehr. Ist egal. Ja, also wie gesagt, erzähl einfach diese Geschichte, wie es zu dem Buch kam. Erzähl die Familiengeschichte, was da dahinter steckt. Auch mit wirklich Drama drin, auch mit so Momenten. Director war Simon Curtis. Den kennen wir jetzt von My Week with Marilyn. Vielleicht. Nein? Ja, kenne ich. Danke, ja. Marilyn, fand ich gut. Ja, also daher hat er den hat er gemacht und
man kann ihn sich auf jeden Fall anschauen. Das ist schön, gerade wenn man auch in dem Winnie-Pooh-Thema drin ist, dann sowieso, dann kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen. Mit 107 Minuten geht er auch nicht allzu lange. Und das ist auch okay. Der erzählt alles Wichtige, ab und zu könnte auch ein bisschen kürzer sein. Trotz alledem auch da wieder herzerwärmende Geschichte. Und ja, es ist ein wirkliches Familiendrama und Biografiedrama, der halt wirklich die Geschichte erzählt. Ich frage mich natürlich da wirklich, warum die das so nah beieinander rausgebracht haben, die Filme, die wirklich so. Ja, wobei dieser Film hat ja nichts mit Disney zu tun. Ja, trotzdem, es ist doch irgendwie thematisch doch ein bisschen verwandt, würde ich sagen. Das war doch klar, dass sich das dann irgendwie kannibalisiert, ne? Kinokasse. Also das eine ist halt, also der Goodbye Christopher Robin ist halt wirklich die Biografie und der andere, der Disney-Film ist halt wirklich eine Weitererzählung der Winnie-Pooh-Reihe. Hm. Ja. Das ist so der Unterschied. Der große, auch wirklich ein großer Unterschied. Und ja, wirklich herzerwärmender Film. Ich kann den auch echt nur empfehlen. Also Erik, dir kann ich den auch wirklich nur empfehlen, vor allem da du jetzt zuletzt auch den anderen Christopher Robin-Film gesehen hast und noch ein bisschen im Thema drin bist. Ist einfach so. Deswegen, ich würde ihn anschauen auf jeden Fall mal. Ich gebe ihm auch tatsächlich 8 von 10 Punkten, weil ich ihn echt gut fand. Cool. Ja, ich hatte da auch irgendwie, also wie gesagt, hat er gerade angefangen, da dachte ich, okay, ich lasse den mal kurz laufen, aber das wirkte dann so düster und da war ich gerade nicht so. Nee, da muss man auch dranbleiben. Also war ich gerade nicht so in der Stimmung, auf so einen düsteren Film. Und ja, der läuft ja auf Sky, da kann man den mal gucken. Jo. Dann sind wir eigentlich durch mit den gesehenen Filmen für diese Woche, war ja einiges dabei. Und werfen wir mal einen Blick, was Neues anläuft und wie es in den Stuttgarter Charts aussieht. Kinocharts und Neustarts. Da beginnen wir doch mal mit den Kinocharts hier. Platz 10. The Sun is Also a Star. Oh. Nie gehört. Platz 9. The Silence. The Silence. Platz 8. Der Falcolini. Immer noch gut vertreten. Ja. Platz 7. Royal Corgi. Der Liebling der Queen. Platz 6. John Wick. Kapitel 3. Parabellum. Hatten wir, glaube ich, in dieser Sendung gerade. Ja, hatten wir tatsächlich. Ich erinnere mich. Dann Platz 5 ist Monsieur Claude Deux. Hatten wir auch in der Sneak Preview schon drüber gesprochen. Platz 4 ist Aladdin, den hat man nicht und den werde ich auch nicht gucken. Mit Will Schmidt. Dann Platz 3, Glam Girls, hinreißend verdorben. Der ist Gott sei Dank an uns in der Sneak vorbeigeschraubt. Puh, gerade nochmal Glück gehabt. Platz 2, Avengers Endgame. Und Platz 1, die neue Nummer 1, wenn ich es richtig sehe, weil ich glaube, letzte Woche war es noch Avengers, ist Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. War meine Tochter drin, ohne mich. Schweinerei. Oha, das ist ein Grund, sie zu enterben. Die haben da Geburtstag gefeiert, da konnte ich mich natürlich schlecht anschließen, das hätte ein bisschen awkward gewirkt. Ja, so, ja, lauter Mädels, oh, mein Papa würde gerne mitkommen mit uns. Genau, also sie war total begeistert. Also sie wollte ja eigentlich nicht so unbedingt in den Film rein. Ich wollte ja eigentlich mit meinem Kleinen rein, weil der spielt ja gerade auch mit den Pokémon-Karten und so. Und die kam ja total begeistert wieder. Also die hat ja gemeint, der ist echt toll. Und als ich gesagt habe, ja, ich werde mit dem Kleinen reingehen, wollte sie auch sogar nochmal mit. Also der muss echt gut sein. Okay. Muss echt Spaß machen, der Film. Jo. Sehr gut. Mal gucken, was so anläuft. Ma. Da heißt M-A, also Ma. Psycho-Thriller über eine Gruppe feierwütiger Teenager, die Zuflucht im Keller einer netten Einzelgängerin findet, doch der Party-Traum wird bald zum Albtraum. Mit Octavia Spencer und Luke Evans. Ich habe den Trailer gesehen, das ist krass. Luke Evans. Wirklich krasser Film. Luke Evans spielt mit. Ja, also den kann man sich, glaube ich, mal anschauen. Genau wie der Film, der unbedingt was für Erik ist. Godzilla 2, King of Monsters. Den muss ich gucken. Das Monsterverse geht in eine neue Runde. Diesmal bekommt es Godzilla mit den Kaijus, Mothra, Rodan und dem dreiköpfigen Ghidorah zu tun. Den hatten wir auch schon kurz im Trailer gesehen. Erde wird beben. Den muss ich gucken. Ich meine, der Sneak-Tipp ist weltbewegendes.
Vielleicht kommt er das nie. Oh, das wäre cool. Ich glaube, da würdest du mehr Spaß haben, wie bei dem, was du vorhast. Oh, ja. Der nächste Film, der anläuft, ist Rocket Man. Biopic und Musical treffen in einer außergewöhnlichen Mischung aufeinander. Gut, so außergewöhnlich ist es nicht, hatten wir letztens bei Bohemian Rhapsody, um die wichtigsten Momente aus der Karriere von Sir Elton John zu illustrieren. Das spielt Taron Egerton, spielt Sir Elton John. Ist es Edgerton oder Egerton? Keine Ahnung. Weil für Edgerton müsste, glaube ich, noch ein D dabei sein. Egerton. Aber ich habe da auch Gutes nur gehört von diesem Film übrigens. Echt? Okay. Ja, ja, sehr viel Gutes. Auch Elton John muss sehr, sehr begeistert gewesen sein. Interessiert mich. Gut, aber dann haben wir nicht noch die Bohne, der Film. Ja, mich interessiert er schon. Ich mag die Musik von Elton John. La, 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 la. Roads, wildes Roadmovie vom Victoria-Regisseur Sebastian Schipper um einen Jungen aus dem Kongo, der in Europa nach seinem vermissten Bruder sucht. Von Sebastian Schipper mit Fionn Whitehead, Stefan Back und Moritz Bleibtreu. Oh, ich fand Victoria so gut. Oh, das war der Hammer. Kennst du den, der wirklich in einem Take gedreht ist? Ja. Oh, das war gut. Hammer. Orangentage, Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuches der Autorin Iva Prachowska. Wahrscheinlich tschechischer oder polnischer Name. Über einen Jungen, der einen Sommer voller Schmerz, aber auch der ersten Liebe erlebt. High Life habe ich zu bieten. Huh. Science-Fiction-Drama mit Robert Pattinson über eine Gruppe von Häftlingen, die ihre Strafe eintauschen gegen eine Mission zum nächstgelegenen schwarzen Loch. Hatte ich da den Trailer mal mit in die Besprechung hier reingenommen? Bin nicht ganz sicher. Ich habe den Trailer nämlich gesehen und hat er erst gedacht, oh, Robert Pattinson, ach du Scheiße. Aber du weißt, Robert Pattinson soll der nächste Batman werden. Das mag ja sein, aber ihm hängt halt immer noch, also bei mir zumindest, eine andere Rolle ein bisschen nach. Und da kam der Trailer, irgendwie eine Empfehlung, irgendwie vom Filmverleih oder so. Und da habe ich den geguckt, da fing es gleich an, irgendwie Robert Pattinson, ach du meine Güte. Und dann sah der aber echt gut aus, der Trailer, ne? Das habe ich schon gedacht. Ja, ich habe da auch ein bisschen gelesen wegen Robert Pattinson. Mhm. Der hat jetzt sehr viele solche Filme auch gedreht und hat sich wohl schauspielerisch extrem weiterentwickelt. Okay. Was man ja von seiner Mitspielerin da nicht. Da habe ich übrigens, da kam jetzt auf Sky Panic Room. Und da spielt sie ja auch mit. Also die Bella aus Twilight. Die spielt da die Tochter von. Wie auch immer sie hieß. Von Dings hier, von. Ach, Jodie Foster, ja. Jawohl. Orai, der junge Muslim Orai, ist nach vorübergehender Trennung von seiner Frau hin und her gerissen zwischen dem Glauben an die Liebe und seiner Liebe zum Glauben. Muss man? Nee, muss man nicht, ne? Okay. Mr. Link. Mr. Link, ein völlig verrücktes Abenteuer. Mr. Link ist der letzte seiner Art. Gemeinsam mit Sir Lionel macht es sich auf. Ist es Lionel Richie? Nein. Macht es sich auf den Weg, die Yetis, seine entfernten Verwandten. Is it me you're looking for? Seine entfernten Verwandten im Himalaya zu finden. Da muss ich jetzt automatisch an Dingsen, an Monster AG denken. Herzlich willkommen am Himalaya! Das gelbe Eis ist Zitrone, das habe ich selber gemacht. Oh Mann. Diamantino, eine absurde Komödie über einen ebenso begabten wie naiven Fußballer in der Krise, der von seinen Schwestern ausgebeutet wird und einen Flüchtling aufnimmt. Okay. Echt, es gibt begabte Fußballer in der Krise? Kommt mir völlig unbekannt vor. Ich denke, da könnte man jeden beliebigen VfB-Spieler gerade nehmen. Läuft sonst noch was an? Nee, sonst nichts auf der zweiten Seite. Ich finde Untitled Blumhouse Production Project. Ich glaube, das war ein Platzhalter. Also Blumhouse, die machen immer so diese Horrorfilme, die so ein bisschen außer der Reihe sind. Ja, der hat schon zweimal 5 Sterne übrigens bekommen. Ja. Vorauseilen Gehorsam. Ja, aber es gibt ein paar News hier, ein paar Kino-News und Trailer und sowas, über die wir mal sprechen müssten. Und noch eine ganz große Geschichte. Sneak Preview.
zum einen der Trailer, der mich in der letzten Woche wohl am meisten begeistert hat, von dem ich am wenigsten erwartet hatte und der mich am meisten begeistert hat, ist nämlich der neue Terminator Dark Fate Trailer. Und ich habe es jetzt in meiner Zusammenfassung ja schon gesagt, also ich bin extrem gehypt, was das angeht. Ich fand die letzten Terminator so, naja, ach, man hat sich da so durch und es war schon irgendwie so ein bisschen Terminator-Feeling, aber auch nicht so das Richtige. Und der sieht jetzt wieder richtig geil aus. Fand den extrem gut, den Trailer. Oder ein Teaser ist ja eigentlich fast nur gewesen. Aber der hat mir so Spaß gemacht, der habe ich gleich ein paar Mal geguckt. Wie fandst du den? Ja, durchaus interessant. Also von den Special Effects her scheint es schon ja, sehr, sehr cool zu sein. Und so ein bisschen auch an den ersten Terminator zu erinnern. Ja, und ich sag Arnie. Noch, mein Name ist Sarah Connor. Ne? Ja, es gab letztens mal in so einer Sendung hier bei den Rocket Beans, gab es mal, sollte jeder seine Lieblings-Badass-Szene aus Filmen nennen und die dann quasi argumentativ verteidigen, warum das die beste ist. Und die hatten da so verschiedene, diverse Szenen genommen. Und jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, sage ich, boah, das ist eine Badass-Szene, da wo sie da eine Wumme nach der anderen nimmt und da rumballt. Wenn das keine Badass-Szene ist, dann weiß ich auch nicht. Also und ja, ja. Wunderbar. Ich frage mich halt, was der T-800 ist es, ne? Also Arnold Schwarzenegger ist es T-1000? Ne, T-800 ist es. Ist ja die Frage, ob er es ist. Terminator-Experte. Ja, er macht die Türe auf. Ob er noch Terminator ist, meine ich. Oder ob das quasi, ob er einen Menschen spielt oder keine Ahnung was da. Ob er noch ein Terminator ist, ist die Frage. Hat sich ja nicht angedeutet irgendwie. Also da auf jeden Fall von mir ein Top. Daumen nach oben von dir. Ich bin mal gespannt, ja. So ein bisschen das Terminator-Ding fand ich jetzt zuletzt so ein bisschen ausgelutscht und hinüber einfach, also vom Gefühl her. Aber bis Oktober ist noch ein bisschen, vielleicht kommt ja da dann ja, noch die Lust. Kommt nochmal ein neuer. Den würde ich gerne mal im Kino sehen, den Trailer. Vor der Sneak oder so. Richtig große Leinwand, fetter Sound. Wäre schon cool. Okay. Ein anderer Trailer, der kam jetzt, glaube ich, gestern neu. Angry Birds 2. Also zum einen wusste ich jetzt, also ich kenne natürlich Angry Birds 1, da war sogar jemand von uns hier im Kino, ich nicht. und ich habe gelesen, dass der wohl, ja, jetzt ein Riesenerfolg war, wohl nicht, aber war ganz okay. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass da jetzt ein zweiter Teil kommt, weil, hey, Angry Birds, also ich meine, die Story ist ja wohl mehr als ausgelutscht. Aber es gibt ja auch eine Fernsehserie sogar. Jetzt nicht in 3D animiert, tja, sondern so Zeichentrick ist das, glaube ich. Und der Trailer, tja, ist so, der sieht schon manchmal so extrem nach Minions aus, so von der Art her, wie es gemacht ist. Und, ich weiß nicht. Tja, mal gucken. Ich weiß nicht. Warten wir mal ab, was uns da. Also ich, aktiv werde ich den nicht im Kino gucken. Nein, definitiv nein. Da muss ich, höchstens ich bin völlig betrunken in der Stadt unterwegs und kipp irgendwie Mitte September zufällig ins Kino, weil ich so ausgelutscht bin von den Sommerferien, aber ansonsten sehe ich das nicht so. Jo, dann kommen wir mal zu der Ankündigung, die ich schon am Anfang gemacht hatte. Ich habe hier was liegen, ein Magazin, nennt sich Lift. Das Stuttgart-Magazin. Mit einem F. Mit einem F. Der Juni in Stuttgart und der Region. Mit Sommermode auch, von der Sonnenbrille bis zum Flipflop. Aber das Allerwichtigste, also wenn ihr solltet unbedingt diese Zeitung kaufen, wenn ihr irgendwo anders seid, in einer anderen Stadt, dann müsst ihr sehen, dass ihr kriegt, gibt es vielleicht irgendwo an einem Bahnhofsbuchhandlung oder so, gibt es ja meistens die aus anderen Städten auch, die Zeitung. Ja, da ist nämlich tatsächlich ein Artikel über uns drin, über den Kinocast. Ei. Ja, und auch über andere, die mir größtenteils, bis auf der VfB-Podcast, den kenne ich, aber die anderen sind mir überhaupt nicht bekannt. Aber können wir ja mal nennen, es gibt hier Unter Freunden, er, sie und ich, ja, einen Podcast. Seit 2 Jahren produzieren die eine wöchentliche, einstündige Podcast-Episode, in denen sie
in denen immer wieder Gäste aus dem Stuttgarter Nachtleben zu Wort kommen. Dann gibt es noch Real Talk, loses Mundwerk mit Tina und Sina. Die haben offensichtlich Spaß miteinander. Seit diesem Jahr lassen sie ihren Podcast alle zwei Wochen die Zuhörer an ihren Gesprächen unter Freundinnen teilhaben. Okay, wundert mich nicht, dass ich das nicht höre. Aber hat ja offensichtlich, also die haben so jede Menge Themen hier. Oh, ich muss mal kurz Nase putzen hier. Zum Beispiel Reisen, Tinder, Fitnesswahn. Passt alles zusammen. Reisen, Tinder, Fitnesswahn. Kann man auch alles vereinen, quasi. Ich sag's jetzt nicht. Dann zum Beispiel Girl Power, die Iranerin Sori Ahmadian und die Journalistin Katharina Kaiser und die Koordinatorin integrativer Projekte. Marie verbindet vor allem ihr gesellschaftliches Engagement. Das spiegelt sich auch in den Themen ihres Podcasts wieder. Ja, dann halt Kick Talk STR, der VfB Stuttgart Podcast. Der VfB Stuttgart Podcast, den ich mit unterstütze, heißt www.rundumdenbrustring.de. Und dadurch, dass der Lennart leider nicht mehr im Ländle wohnt, sondern seine Impressumsadresse halt irgendwo im Hessischen ist, was ja eigentlich noch viel krasser ist, wenn du im Hessischen wohnst und da einen VfB-Podcast am Leben hältst und überhaupt erstmal ins Leben rufst und trotzdem so in der Tiefe informiert bist wie er und auch immer zu den Spielen fährst, ey, das ist natürlich viel krasser eigentlich. Sollte eigentlich viel mehr hier Beachtung finden, aber egal, ich sag's ja nur. Aber dann kommt auch schon Kinocast und wir sind mit dem Zusatztitel Vorausschauend, Doppelpunkt, Kinocast. Ja, Erik, Kate und Chris teilen eine gemeinsame Leidenschaft. Jeden Montag treffen sie sich zur Sneak Preview in den Innenstadtkinos und sprechen danach im eigenen Podcast darüber. Und danach kommen noch so ein bisschen so Fragen und Antworten und ja, ein schönes Foto ist dabei. Sie haben zum Glück nicht dieses gestellte Foto genommen, wo wir so irgendwie so lustige Sachen machen sollten und so. Ich hatte schon, hauptsächlich du. Ich hatte, ja, leider ich, ja, sie haben ein schönes Foto genommen, wie ich finde. Ja. Dann Sonic gibt's noch. Inna Moria Mochi dell'Italia. Die Fernsehjournalistin Annalena Hieber hatte genug von der hiesigen TV-Landschaft. Sie setzte sich nach Italien ab und verwirklicht dort ihren Traum. Sie erzählt in Reportagevideos von Menschen und ihrer Kultur, journalistisch recherchiert und unabhängig. Moment mal, ich lese hier. Sie setzte sich nach Italien ab. Wie kann das sein, dass die hier Stuttgart, was soll das? Also bitte, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Gibt's denn sowas? Skandal. Aber ein schönes Foto von ihr, wie sie im Auto sitzt. Das ist das, was direkt unter uns ist hier. Wieder so die Haare wehen im Cabrio. Dann gibt's noch motivierend Creative Business Party. Wer kennt es nicht? Das beliebte Stuttgarter Wimmelbuch für Kinder. Dahinter steckt die Illustratorin Johanna Fritz, die mit ihrem Podcast und als Coach kreative Frauen und Unternehmerinnen empowern will. Kreativ-Business-Party.de Podcast. Und nachhaltig Snookyful. Die 26-jährige Marie spricht mit ihren Followern quasi über alles, was einen in den 20ern beschäftigt. Dabei schafft sie es immer wieder, positive Energie zu versprühen. Aber die ist, glaube ich, ein YouTube-Kanal, hat die. Ja, kein Podcast. Ja, in dieser illustren Runde sind wir zu finden. Und ansonsten gibt es noch jede Menge andere coole Themen. Es gibt zum Beispiel ein Food-Sharing-Café. Sagt ihr das was? Nein. Hier in Stuttgart. Habe ich mich auch drüber gelesen. Und zwar, es gibt ja viele Singles. Und wenn du gerne kochst, ich habe es zum Beispiel auch, wo ich Single war, ich habe immer gerne gekocht und habe mich da meistens total vertan und habe riesen Mengen gekocht. Da habe ich dann meistens einen Kumpel angerufen, der an der Straße gewohnt hat. Da sage ich, ey, ich habe hier total viel Chili con Carne, willst du was? Und dann kam der vorbei. Schöne Grüße, Uli. genau. Und da gibt es jetzt offensichtlich auch so ein Café, da kannst du halt deine Sachen mit hinnehmen oder dort halt kochen und für andere mit und so. Finde ich ganz nett. Coole Idee. Und jede Menge andere Themen hier. Entschuldigung. Natürlich diese angesprochenen Sonnenbrillentipps, wovon ich keine einzige anziehen würde, die hier drin empfohlen wird. Aber ich habe da eh meinen eigenen Stil. Filmtipps sind auch drin. Alles, was man wissen muss. Kann ich empfehlen. Lift, das Stuttgart-Magazin. Und wenn wir ganz lieb sind, kriegen wir vielleicht auch eins von diesen geshooteten Fotos, was man dann mal auf unseren Instagram verwenden können oder hier bei uns auf der Seite, dass ihr uns mal seht. Hier sind auch Open-Air-Kino-Tipps drin. Guck mal.
Gibt es Naturvision? Ja, guck mal, ich habe das Magazin noch nicht bei mir. Sommernachts liegt. Open Air, Fellbacher Sommernachtskino, Reutlinger Open Air. Ja, wunderbar. Also Zeitung für Stuttgart und Umgebung. Und wer uns mal im Foto sehen will, ein aktuelles Foto von uns, der muss sich diese Zeitung mal kaufen. Ist auch, glaube ich, erschwinglich. Ich habe mir die nämlich auch schon mal gekauft. Ah, hier drüben steht es. 2,50 €. Na, das geht doch. 2,50 €. Unterstützt Print. Genau. Kauft Lift. Das Stuttgart-Magazin. Mit Kinocast. Empfohlen vom Kinocast. Das war der Werbeblock. Und ja. Da sind wir eigentlich auch schon so weit durch. Serien, ich habe gerade Tschernobyl angefangen. Läuft ja auf Sky. Kann ich sehr empfehlen. Nur mal ganz kurz. Ich habe jetzt erstmal nur die erste Folge geguckt. Die Serie oder Tschernobyl an sich? Die Serie. sehr empfehlenswert. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut ist. Ist ja von Sky mitproduziert. Und ich dachte, boah, das ist ein schwieriges Thema. Mal gucken, was die da draus machen. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich aufgrund der Schwere des Themas, weil mir das auch so ein bisschen nahe geht, auch dieses ganze Thema mit Atomkraft und so, das ist für mich sowas, als würde jetzt ein Veganer irgendwie zugucken, wie ein Tier ausgeweidet wird. Also das widerstrebt mir sowas von sehr, diese Atomkraft-Dinger da. Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich da sowas sehe, dann ja. Aber ist wirklich, wirklich gut gemacht, sowohl dramaturgisch, erzählerisch, vom Spiel her. Boah, ich habe erstmal nur eine Folge, deswegen will ich es mal noch nicht zu hoch hängen, das ganze Ding. Aber wer Sky hat, guck da mal rein. Du kannst ja auch mal reingucken. Läuft da, glaube ich, weißt du, ja. Atlantic oder so, ne? Jawohl. Ja. Aber das hat nichts zu tun. Ich werfe mal einen Blick in unsere Kommentarspalte hier. Und wir hatten doch auch mal einen Jingle hier. Hier so. Briefkasten. Da habe ich nämlich noch 2 Sekunden gewonnen, hier die Kommentare aufzumachen. Zur letzten Folge Kaviar zu 1000 Jahre Sneak hatten wir 2 Kommentare von der Steff. Schöne Grüße. Sie waren ja auch mit bei uns eine Sneak Preview mit drin und sie fand, das war kein schöner Film. Das Schlimmste daran, dass er erst am 4.7. anläuft und damit hat sie noch viele Chancen, diesen Film auch in anderen Sneaks, sie geht ja immer in Reutlingen in die Sneak, nachdem sie jetzt in Ländle wohnt, den dort zu sehen. Nochmal will sie den auf jeden Fall nicht anschauen. Bei der ersten Szene mit dem nackten Mann hat sie sofort an Nacktschnecken erinnert. Und das ist mir auch gleich eingefallen, der Film. Und sie wollte schon flüchten, aber wäre nicht gegangen, weil wir saßen auf der einen Seite und hätten sie festgehalten. Ja. Es waren gute Ansätze dabei, aber es ist dann in eine andere Richtung gedriftet, die ihr nicht sonderlich gefallen hat. Die Klo-Szenen hätten auch nicht sein müssen. Es war auch nicht ihr Humor. Sie hat sehr wenig lachen müssen. Und sie hat ehrlich gesagt auf einen Knaller gehofft. Naja, zumindest war es schön, euch mal getroffen zu haben. Das klingt jetzt auch nicht so wie, aber echt cool, euch mal getroffen zu haben. Das klingt so wie, naja. Ja, da hätte ich mir auch mehr erhofft. So. Aber naja, so ist das immer bei Blind Dates, ne? genau. Aber sie hat ja was gewonnen. Der kleine Nachtlichtpilz war natürlich das Beste. Den hat sie ja auch dann in ihrer Facebook-Story, war es glaube ich mal, oder Insta-Story, mal erwähnt mit einer Animation, wie das dann sich darstellt. Ja, genau, also der österreichische Film, obwohl der ist jetzt mittlerweile ja von der Realität ein bisschen eingeholt worden, da diese ganze Diskussion da in Österreich mit russischen Oligarchen, die da irgendwas finanzieren, das ist schon, kann man sich vielleicht, wenn man den jetzt in das Sneak bekommt mit der ganzen Stacher-Affäre im Hintergrund, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, kann man dem Film vielleicht noch ein bisschen mehr abgewinnen. Aber Ja, nicht so fremd alles, ne? Hat mich trotzdem nicht durchgehend überzeugt. Sie erwähnt noch, dass sie den Film Mirai, den ich ja, ich glaube in Kinostarts hatte ich den angesprochen, dass ich den gern sehen würde, den haben sie im Rahmen des Internationalen Trickfilmfestivals in Stuttgart gesehen. Sie hat sich den ausgesucht, da sie Anime sehr gerne mag und auch schon andere Filme dieser Macher gesehen hat. Die Beschreibung ist ihrer Meinung nach leicht irreführend. Sie hat es so verstanden, dass der Junge nicht wirklich durch die Zeit reist, sondern dass alles nur in seiner Fantasie entspringt, wenn er sich mal wieder komplett vernachlässigt fühlt. Darüber hinaus findet sie den Film sehr realistisch. Es wurden auf viele kleine Details geachtet und das mag sie gerne. Und und sie kann sehr gut nachvollziehen, wie sich der kleine Junge fühlt, nachdem seine Eltern mit der Babyschwester nach Hause kommen und er dann plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt der Familie steht. Und ja, sie gibt 8 von 10 Spielzeug-Eisenbahnen. Sonst hatten wir
keine Kommentare gehabt auf kinocast.net zu den anderen Themen, war ja auch nicht so viel. Und Kaviar, den Film kennt wahrscheinlich kaum jemand, wenn wir den so ziemlich als Erste in der Sneak Preview hatten. Bleibt spannend, wie es dann diese Woche mit den Kommentaren aussieht. Lasst euch nicht lumpen, haut rein in die Tasten, schreibt Kommentare. Und ja, wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr entweder das Kommentarfeld auf kinocast.net nutzen oder ja, schreibt direkt E-Mails zum Beispiel an chris@kinocast.net oder an mich, an erik@kinocast.net, wenn ihr nicht wollt, dass es öffentlich erscheinen darf, wenn ihr es als Kommentar schreibt. Ansonsten bewertet uns in allen möglichen Portalen, wo man uns bewerten kann. Empfehlt den Kinocast weiter. Erzählt allen, wie das funktioniert hier mit dem Hören. Und die Eintrittsschwelle, den Kinocast zu hören, ist ja relativ niedrig mit Spotify. Das hat ja sowieso fast jeder. Und da kann man den Kinocast auch hören. Einfach danach suchen. Gibt es irgendwie einen amerikanischen, der heißt genauso. Aber ihr seht es ja an dem Logo, welches der richtige ist. Und ansonsten folgt uns auf Facebook, heißen wir @Kinocast, auf Instagram Kinocast und keine Ahnung. Chris heißt @Coyote22 auf Twitter. Aber Unterstrich. @Coyote_. Ah ja, immer diese Unterstrich-Leute, ey. So, das ist schon wichtig. Das ist auch mein Gamertag, deswegen. Ja. Wenn euch das alles zu schnell war, ihr könnt auf kinocast.net gehen, den Beitrag aufrufen. Da findet ihr diese Social-Media-Links auch direkt neben den einzelnen Bildchen von den Mitmoderatoren. Kate war heute nicht dabei, aber da könnt ihr auch Instagram folgen und so weiter. Na, ansonsten gucke ich mal bei Amazon, wer uns in der letzten Woche unterstützt hat mit irgendwelchen coolen Einkäufen. John Sinclair, Folge 127, eine Audio-CD, 2 Schwerter gegen die Hölle, Teil 3 von 4. Ich ahne da noch weitere Käufe. 4 Fäuste für ein Halleluja. John Sinclair, Hämators tödliche Welt, auch eine Audio-CD, hat jemand bestellt. Ein Wechselrahmen für eine Dell-Festplatte hat jemand bestellt. Für einen Laptop nehme ich an. Eine Logitech Gaming-Tastatur. Ja. Was ist das? New Balance Herren Fresh. Oh, Schuhe. Laufschuhe. Viel Spaß beim Laufen. SanDisk Extreme 128 GB. Eine, ist das eine Micro-SD-Karte? Und was ist das hier? Amazon Essentials. Ein T-Shirt. Graues T-Shirt. Von Amazon. Ja, kann man mal kaufen. Ja, viel Spaß mit den Einkäufen, wenn ihr auch den Kinocast unterstützen möchtet und wollt vielleicht sowieso gerade was bei Amazon bestellen und sagt, ah, da gibt's eine neue DVD oder hier dieses Shadow of the Dead oder so, dann geht mal auf kinocast.net vorher und klickt rechts dieses Amazon-Banner. Das führt euch dann, wie der Name schon sagt, zu Amazon und da startet ihr einfach eure Suchanfrage dort und wenn ihr dann was bestellt, dann kriegen wir eine kleine Provision, die hier den ganzen Laden am Laufen hält. Die Serverkosten und die Auphonic-Kosten. Ach, apropos Auphonic, siehst du, ich beinahe vergessen. Letzte Woche, kurz nach der Sendung, kriegte ich eine Bestätigung von Auphonic, dass uns jemand 10 Stunden Auphonic-Guthaben gespendet hat. Leider kein Name dabei. Wenn ihr auf kinocast.net oben bei Danke für eure Unterstützung klickt und dann Auphonic auswählt bei Klick hier, dann ja, könnt ihr. Dann könnt ihr in dieses Feld nämlich auch eine Message eingeben. Also ihr könnt dort auswählen, wie viel ihr spenden wollt. Und irgendwo gibt es ein Feld, wo ihr auch eine Nachricht schicken könnt. Oder schreibt es einfach, ja, wenn ihr das wart, ne, dann weiß ich Bescheid, dann könnt ihr wenigstens auch genannt werden, weil wer hier, ich glaube, 15 Euro spendet, was so 10 Stunden sind. Ah, das ist schon ein Brett, ne? Also vielen Dank dafür. Und das hilft ja auf jeden Fall. Also so eine Sendung geht ja mal ungefähr eine Stunde. Also könnt ihr rechnen, so die nächsten 10 Sendungen habt ihr gesponsert. So schon abgesichert, super. Ja, super. Also zumindest auch Phonic-mäßig, ja, das läuft. Danke dafür. Dann lasst euch gut gehen in der kommenden Woche. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich wieder nicht in die Sneak Preview gehen, da wird wahrscheinlich was Gutes kommen. Selber schuld. Ich werde mal durch das Tal der Tränen gehen und werde mal das Relegationsrückspiel noch angucken.
Und dann werde ich dieses Thema für mich ad acta legen. Genau. Komplett oder was? Ja, weil wenn sie in der zweiten Liga spielen, der VfB, dann verlängere ich meine Dauerkarten nicht. Nochmal mache ich den Scheiß nicht mit, da zweite Liga gegen Sandhausen und sowas. Dann ohne mich. Also da gehe ich nicht mehr ins Stadion. Gucke ich dann nur noch von zu Hause aus zu. Und da kann ich abschalten, wenn es mir zu doof wird. Ja, so mache ich das, jawohl. Denn es ist nicht zu erwarten, dass sie das morgen das Ruder nennenswert rumreißen, aber ja, ich werde es mal auf jeden Fall gucken. Dir wünsche ich einen guten Film. Geht die Kate Dankeschön, auch mit? Dir oder? Wünsche ich ein gutes Spiel. Geht die Kate auch mit? Oder? Ich glaube nicht. Okay, soll ich dich auf dem Laufenden halten, was das Spiel angeht? Oder? Nee, ich habe einen Ticker an, das passt schon. Ich würde dann vereinzelt nachfragen, wenn das ist, oder vielleicht schalte ich es auch live auf mein Handy nebenher. Wenn du dann so liest, nach 5 Minuten steht es dann schon 2-0 für Union, dann kannst du dich beruhigt auf den Film konzentrieren. Ja, wenn zur Halbzeit dann 4-2 für Stuttgart steht, ist alles gut. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Okay, warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Also wenn, dann gibt es auf jeden Fall ein Derby wenigstens nächstes Jahr. Ja, eben. Okay, genug Lokalkolorit hier in der Sendung. Dann, liebe Hörer, lasst es euch gut gehen, schreibt Kommentare, lasst uns wissen, wie euch die Sendung gefallen hat. Für alle, die zum ersten Mal zugehört haben, danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Bleibt auch wieder dabei, hört das nächste Mal auch wieder rein. Danke, Chris, fürs Mitmachen. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Bis bald im Kinocast.